Jo, Leute, willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Ah, so, im letzten Part habe ich ja richtig knapp oder eher gesagt mit richtig viel Glück endlich mal einen Most Wanted besiegt. Der vom DLC. Und im heutigen Part, also, ja, nee, deswegen, in diesem Part oder in dieser Aufnahmesession werde ich endlich mal versuchen, den letzten anzugehen. Wird doch mal Zeit. Und da ist mein Auto gespawnt und was für ein Auto steht denn da an der Seite? Oh, spielst du mal laut? Ja, Auto, lack, geh weg. Wo steht denn das Auto? Da oben. Wie komme ich da hoch? Toll. Kein Plan. Wie komme ich da hoch? Wow. Okay, das war Epic Sprung. Aber ich glaube, zu Beginn will ich erstmal den Most Wanted vom letzten Part finden. Denn ich habe im letzten Part leider nicht Takedown können. Aber das will ich heute schaffen. Weil ich glaube, mit dem will ich dann auch den letzten Wagen angehen. Ich glaube, ich gehe mal auf die Autobahn. Vielleicht einfach mal die Autobahn entlang, vielleicht treffe ich ihn an. Da zufälligerweise. Also kommen wir da richtig schön speedy. Ach ja, auf der Autobahn mit einer richtig kranken Geschwindigkeit fahren. Macht so Bock. Und dann irgendwo reinfahren. Egal. Ah, nicht aufregen, ist doch nicht der Rede wert. So, ich habe meine ganze Geschwindigkeit verloren. Das ist tragisch, tragisch. Oh. Wollte ich erstmal hier rechts rein, aber. Ah. Ich hoffe, der Spawn nennt sich irgendwo in meiner Nähe. Und ich will ihn haben. Ich will ihn. Warum spawnt er nicht? Vor Wut bin ich schon in den Arsch des Sandes reingefahren und. Maria, zwei Räder Action. Okay, dann kann ich mal von denen abhauen. Aber sagst du, das spawnt auf einer Autobahn nicht? Spawn doch endlich. Da ich fahr 370, Alter, what the fuck? What the hell? Wow. Bitch. Bling. Oh Gott. Wo spawnt denn nicht? Merkt der Autobahn nicht? Was steht denn da für ein Auto? Warum spawnt er denn nicht? Ja, warum spawnt er denn nicht? Oder sagst du, es wurde. Was sonst das Wagen? Doch, ich habe ihn besiegt. Allein hatte ich das, glaube ich, so, dass ich die Spielung nicht abgespeichert hat und ich. Boah, ich habe Krebs. Nein, habe ich nicht. Dass ich einmal das Spiel sozusagen nicht abgespeichert habe oder das Spiel nicht abgespeichert hat und ich dann sozusagen das Rennen neu machen musste. Was komm ich? Soll mal spawnen. Bin langsam müde. Oder ich habe ihn, glaube ich, schon mal verpasst. Kann auch sein. Nein, ich merke das, wenn jemand hammerschnell irgendwo fährt. Das spüre ich.
Spüre die Macht des anderen. WTF. Er kriegt das hin, was die Entwickler nie hinkriegen würden. Mit Vollspeed fahren. Nein. Ach komm schon. Oder habe ich den schon freigeschaltet? Das wäre natürlich. Ach Gott, ach ja, stimmt, da fällt mir auf. Ich habe ihn ja im letzten Part platt gemacht. Oh Gott, ich bin platt. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin. Also. Oh Gott. Das ist peinlich. Oh Gott. Oh, das fühlt sich scheiße. Mann, ey. Oh, scheiße. Jetzt habe ich. Egal. Dann war halt eben 6 Minuten, wo wir einfach durch die Gegend gedödelt sind. Naja, okay. Sozusagen noch, bevor ich den letzten Most Wanted mache, noch ein bisschen die Gegend genießen. Das ist jetzt meine Entschuldigung dafür, sozusagen. Machen wir aber erstmal ein Nitro rein, weil ich brauche Nitro. Was, stand da alle Radarkameras ausgelöst? Alle? Was? Echt alle? So, kann nicht sein. Ich bin nie im Leben jede Straße lang gefahren. Nie im Leben. Aber Ding lässt sich echt mal steuern. Sieht auch gar nicht mal übel aus. Hat was. Und los. Vor allem die Geschwindigkeit ist nochmal hart. Schon jetzt ohne alles. Cranker Shit. Ah, haben wir schon gesehen. Boah, Dead Spawn, das war so gut. Direkt in die Wand irgendwie so reingelenkt. Egal. Kurz berührt schon echt jetzt? Oh Junge. Diese Kurve, ne? Die sind doch voll lächerlich. Für mich verarscht. Einer vor mir. Noch 5 Kilometer und die Sonne blendet mich wie die Hölle. Schwul. Armer Guy. Ah gut, ich habe Checkpoint noch bekommen und habe eigentlich noch die Gelegenheit, die einzuholen. Tschüss. Er fährt nach vorne. Habe ich den Wagen überhaupt in der da? Ups. Warte, was? Tee, Banane, keine Ahnung. Ah, oh, Mann. Das passiert, wenn ich nicht auf die Straße achte, sondern auf ein Auto neben mir. Ich hoffe, eine andere Spur und dann das und das und dann. Wow, noch 2 Kilometer und immer noch 2 vor mir. 3. Ah, diese. Weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen sehr unkonzentriert. Irgendwie kommen wir jetzt so vor, es wäre die FPS immer nerviger. Ja. Oh Mann, bin ich okay. Oh Mann, jetzt bin ich sogar lang. Yes. Sehr lustig. Ah, Geländereifen, oh ja. Und Nitro. Das war ein lustiges Rennen. So viele Fails, dennoch gewonnen.
So muss das laufen. Oh mein Gott, das ist fast mich reingefahren. Oh mein Gott. Ich habe mich kaputt gemacht. Okay. Ich glaube, jetzt gehen wir mal den letzten an. Den Königseck Agera R. Ich glaube, das ist der Wagen hier vor mir gerade, der rumfährt. Zielpunkt festlegen. Einfach mal da hinten. Ach ne, muss ich da lang fahren? Schau mal eben, ob ich den besten Weg nehmen kann. Muss nicht. Ich glaube. Ne, ich fahr hier hinten. Ich fahr die Richtung. Die sieht geschmeidiger aus. Na, Kollege. Ah, du kannst gut in Ränder reinfahren. Ich bin sehr stolz auf dich. Bam, bam. Bam, bam. Ein paar Runden driften zum Üben. Hoffentlich wird der letzte Most Wanted jetzt nicht einfacher als der, den ich in der letzten Aufnahme gemacht habe, im letzten Part. Wäre ein bisschen enttäuschend. Obwohl, beziehungsweise kann es auch sein, dass ich mit dem Bugatti vielleicht nicht klar kam im letzten Part. Also war irgendwie unpraktisch für die für den Kurs, glaube ich. Werden wir aber jetzt gleich sehen. Drifte, drifte, drifte! Oh nein, Wand, 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 Wand. Weißt du, es ist cool, wenn so eine Strecke wäre durch Black. Krass. Das war ein heftiger Leck. Was cool wäre, wenn es jetzt eine Strecke zu, durch die ganze Autobahn wäre. Das ist einfach nur so ein kompletter Rundkurs. Das wäre nice. Hoffentlich wird das letzte Rennen jetzt was Besonderes. Also nicht jetzt wie jedes andere was sonst Rennen zum Beispiel und so. Vielleicht eine super schöne Cutscene oder sonst was. Ich glaube, ich repariere es noch ein letztes Mal. Und blau. Ach ja, ist das nicht wunderschön? Ich bin gerührt. Ah, ist das schön. Mitsubishi steht hier. Los geht's. So, dann präsentiere dich meinen. Das war strange. 16 Kilometer, bitte, 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 bitte. Sei so, wie ich denke, dass du es bist. Oh, scheiße, das wird aber schwul. Ach, the fuck. Alter, ist das eine Strecke. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Mit toller Mucke läuft das immer. Bum, 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 bum. Voll in die. Das muss ja sein, ne? Ein Crash in jedem Rennen muss sein. Kollege. Straßensperre, so 50. Ah, der kann auch richtig schnell werden hier. 300. Ich war gerade sogar 300. Einmal kurz. Back, 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 back. Wow. What the fuck? Fuck, 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 fuck. Das war zu viel Kurve. Scheiße. Egal, ich meine, wir haben noch 10, 11 Kilometer.
Ihn einzuholen haben wir noch genug Zeit. Wow. Ah, diese Kurve. Scheiße, aber zum Glück ist er um mich reingefahren. Ich habe ihn voll abgebremst so. Hi. Tja, ihr werdet es nie stoppen. Wow. Ach ja, gelb. Ach ja, dieser. Ist das nicht schön? Eine lückenhafte Straßensperre ist die beste Straßensperre. Ich hätte abgebremst. Wow! Ey, das Rennen geht echt ab. Oh! Wenn ich so weiterfahre, habe ich die Vermutung, dass ich das Rennen nochmal machen muss. Aber wenn die Tageszeit genauso bleibt, ist es kein Ding, weil es so schön ist. What the fuck? What the fuck? Was war das denn? Fünfhundert 25. Bitch, please. Ah. Kurzer Lag zwischen euch, zum Glück aber beim Crash. Oh, noch 5 Kilometer. Ja, 5? Ups. Das kann eine haarige Sache werden, fuck. Na. Oh Gott. Diese Sonne. Diese was zur... Was zur Hölle? Die Sonne will nicht lassen. Alter, was geht ab? Ich sehe einfach nix. Ich bin blinder Affe. What the fu 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 fu. Noch 2 Kilometer, oh, das kann aber echt knapp werden. Nein, 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 nein. So viel Crashs, wie ich in dem Rennen schon gemacht habe, das ist echt nicht normal. Ich kann nicht mehr. Also, Alter, ich, ne. Ich weiß nicht, ob das so ein... das extra mache oder das nur so aus. Oh Junge, ich hätte ihn einholen können, ich hätte ihn einholen können. Ach Gott. Diese Kurve, die hat mich schon zum zweiten Mal in den Arsch gefickt. Zum zweiten Mal. Oi. Ah, war es ein lustiges Rennen. Strecke ist vor allem richtig nice. Macht mir Spaß zu fahren vor allem. Und mit dem Wagen, das ist doch gut verbockt. Das sieht nice aus, fährt sich nice und... ah, das ist nicht schön. Schön in die Wand halten, damit ich nirgendwo reincrashe. Ah gut, die Tageszeit ist nicht unverändert. Das heißt, ich werde, glaube ich... das war klar. Ja, 300. 350. Oh, 360. Okay, das war realistisch. Mit 360 in der Wand reinfahren, so seitlich. Da crasht man echt. Diese Straßensperre, was haben die sich dabei gedacht? What? Ich muss abbremsen. Weiß nicht. Ich bremse zu hart. Na egal, wir haben noch 11 Kilometer.
Noch Zeit genug, mindestens 10 Mal so reinzufahren. Manchmal denke ich mir, bremst doch, obwohl die ganze Zeit Bremse passiert. Und überrasche mich. Oh. Scheiße. Ah, kommt mir komisch vor. Wenn ich es komplett abbremse irgendwie und da stehen bleibt und ich dann wieder losfahren will nach vorne, kommt das irgendwie so hängen geblieben vor der Auto. Oh, rechts, oh, rechts. Oh, schade, der ist nicht in die Straße für reingefahren. Ich habe wieder nichts gesehen. Ach ja. Ist das nicht schön? Wow, 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 wow. Ja, ich küsse gerne Wände. Just probably dagegen. Zu dem Spiel mit Tastatur, da muss man Wände kotzen, wollte ich schon sagen. Oh, du dreckige! Oh, weh, ich spawn mit den zwei Schrotten. Oh, geil. Ich könnte es trotzdem machen, wenn ich noch kein zweites Nagelband erwischt. Ah, die Kurven. Wenn aber Hammerschuhe. Moment, da muss ich abbremsen, abbremsen, abbremsen. Danke. Dass er nicht gecrashed ist, wundert mich voll. Aber wenn ich jemanden Arsch reinfahre, dann bin ich instant weg. Ja, nicht. Krass, dass ich mit zwei Reifen noch einholen kann. Ey, 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 wohin mit dir? Ich einfach immer noch schneller bin als der. Ups. Okay, jetzt kriegt der wieder Speed. Wow, fuck. Was? Warum? Okay, er zum Glück auch. Dann meckere ich nicht. Und er ist neben mir gespawnt, dann meckere ich erst recht nicht. Nein. Kurve. Nein. Mit zwei Reifen gewonnen. Geil. Das wollte ich endlich mal schaffen. Mit weniger als vier Reifen ins Ziel kommen, ja. Mit der Felgen, ja gesagt. Das Reifenfelgen? Felgen. Ne, Felgen sind was anderes. Ne, keine Ahnung, ich bin ein bisschen konfus. Um den jetzt noch zu kriegen, bräuchte ich mal zwei anderen Reifen. Denn jetzt gibt er sich mehr Mühe als im Rennen gerade. Oh, da ist. Dammit. Brauche ich was zum Reparieren? Bleib stehen! Wen willst du denn? Hol mit dir! Oh Gott, ich bin so evil. Red doch noch leiser. Fahre weiter und sammle Speed Points, um deine Freunde auf der Most Wanted Liste zu besiegen. Nutze Easy Drive Empfehlungen und fordere sie heraus. Der Wettkampf.
Sehr interessant. Kann ich das überspringen? Kann ich offenbar nicht tun. Kann ich aber auf jeden Fall sagen, das Spiel hat echt Bock gemacht. Auch wenn man zum Beispiel jetzt, wie im Altmos Wonders Tuning oder zum Beispiel keine Story hat. Ist zwar schade, hätte ich auch mir zum Beispiel gewünscht, mal Tuning wieder nicht mal zu haben. Hat früher richtig Bock gemacht. Aber tatsächlich, wenn man das Spiel, sagen wir mal, nicht jetzt mit den alten Mosonnen vergleicht, dann sagen wir mal mit Burnout oder sonstiges, weil ich auch das Bild habe, macht es eigentlich schon Spaß. Das ist halt mehr ein Burnout, aber es macht trotzdem Spaß. Das man auf jeden Fall sagen muss. Und, ja, also mir ist es auf jeden Fall gefallen. Und ich glaube, ich werde noch, in der nächsten Aufnahmesession eventuell noch ein paar Multiplayer-Parts aufnehmen. Ich glaube so gleich. Ich guck mal zwischen 2 und 4 welchen aufnehmen. Und dann. Oh, jetzt kann ich sie überspringen. Oh, das ist also wunderschön. Was war das denn? Ah, cool, die Mucke läuft weiter. Da kann ich ja verstehen bleiben. Und dann könnt ihr euch mein halbes Auto angucken. Ach komm, ich will euch einen Anblick nicht antun, ich repariere es schnell. Was jetzt zum Beispiel in dem Spieler nicht angetrieben hat, sind zum Beispiel die ganzen Werbetafeln und sonstiges. Oh, dieses Grün. Dieses Grün. Dieses Grün. Dieses Grün. Stell mich so und. Ah, Moment. Ach ja, war das schön. Das Auto ist schön. Diese Farbe, göttlich. Ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, im nächsten Part wird es ein paar Multiplayer-Runden geben und danach schauen wir mal. Sag ich mal, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und lasse ich den Titel noch zu Ende laufen, der jetzt im Radio läuft. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Part. Tschö.